Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu Let's Play Assassin's Creed Unity. Wir haben in der letzten Folge Elise ein bisschen gekränkt und, also soweit ich mich erinnere, und wir sind aus dem Assassinenorden verstoßen worden, da wir seine Regeln missachtet haben. Und dann haben wir uns besoffen sozusagen, also der Arno natürlich, nicht ich, und dabei hat er die Uhr verloren, die ihm sein Vater geschenkt hat. Ja, falls ihr die Details sehen wollt, guckt euch einfach nochmal die letzte Folge an. Die müssen wir uns auf jeden Fall jetzt wieder zurückholen aus der Brasserie. Da sind wir nämlich eingebrochen. So. Latouche, der schon wieder. Den kennen wir ja schon. Aber ich glaube, hier müssen wir nicht schleichen. Latouche, was hat der denn angerichtet, frage ich mich. Der ist ja auch Templer, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob er selber Templer ist, auf jeden Fall korrespondiert er mit ihnen. Naja. Einmal hier rüber. Und jetzt müssen wir da reinklettern. Und sagen, das machen wir einfach mal. Ein Kampf, ja, vielleicht mit Latouche. Aber wir müssen gar nicht da oben rein. Wir können auch einfach hier unten. Na dann, gehen wir mal rein. Oh, da ist... Oh Gott, nicht ihr schon wieder. Habt ihr nicht schon genug angerichtet? Nein, ich... Die Uhr meines Vaters. Habt ihr sie gesehen? Hab ich nicht. Fragt doch die vier Männer, mit denen ihr euch angelegt habt. Idiot. Scheint, als hätte er selber gekämpft. Pass auf! Tu das besser nicht, Junge. Leck mich, alter Mann. Na super, jetzt befinden wir uns hier wieder in einer Erinnerung von Arno. Und aua, das war nicht so schön. Jetzt müssen wir hier gegen diese Menschen kämpfen. Die sehen ja ein bisschen aus wie Templer auch. Also die sehen ja doch alle relativ ähnlich aus hier. Das finde ich dann, da könnten sie, finde ich zumindest, noch ein bisschen mehr unterschiedliche Kleidung oder sowas mit reinmachen. Weil, also ich meine, klar gibt es Unterschiede zwischen diesen großen Typen, zum Beispiel der hier, der gerade weiß markiert ist, und dem hier, der jetzt gerade weiß markiert ist. Aber irgendwie zwischen mehreren, also das bezeigt ja nur den Level sozusagen von denen an. Dass die, deswegen sehen die unterschiedlich aus. Aber mit gleichen Leveltypen sozusagen könnten die, finde ich, auch mal unterschiedliche Kleidung machen. Aber naja, trotzdem ziemlich geil. Bist du nicht auch noch Templer hier? Ja, wollte ich doch gerade sagen hier. Und jetzt hier einmal schwere Attacke. Ey, das geht bei dem nicht, oder was? Na, dann halt nicht. Oh, jetzt hat er irgendwas geworfen. Blendgranate, na super. Und da fällt mir gerade mal auf, ich muss nochmal die Zeit stellen. Scheiße. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Jetzt habe ich dich. Oh Mann, ey, der ist auch ziemlich gut. Ah, jetzt ist er tot. Sehr schön. Aber wie sollen wir denn die Männer noch fragen hier, wenn wir sie alle getötet haben? Das geht ja gar nicht. Das fällt mir gerade auf. Aua. Aha. Der hat sich also die Uhr genommen. Und da sitzt er. Wo ist dein Meister? Ach, Scheiße. Nein, komm zurück. Na, dann verfolgen wir jetzt mal diesen Mann hier. Wir müssen den nämlich rammen. Einmal hier rüber. Lauf, Arno. Den Schläger rammen.
Na, das ging aber schnell jetzt. Wo? Am Palast! Sie sind am Palast! Danke. Da hinten sind wieder Templer. Und er ist betrunken. Also das Adlerauge funktioniert nicht so gut, ne? Weil er betrunken ist. Das ist tatsächlich ein bisschen schlecht. Na, warum kommen wir denn jetzt hier nicht lang? Wegen dem blöden Stuhl aber auch. Mann, Mann, Mann. So. Oh Mann, das Adlerauge funktioniert echt nicht so toll. Packt alles ein, Jungs. Oh, Kacke. Da wurden wir entdeckt. Du verlierst dein Tempo, toter Mann. Toter Mann? Na, ich glaube nicht, dass ich tot bin. Auf den Boden mit dir. Zack. Oh Mann, das Adlerauge ist echt schlecht von ihm. Ist das hier ein Gegner oder was? Nee, man kann das kaum erkennen. Moment. Das war knapp. Hoffentlich geht der jetzt... Haben wir hier... Ah, wir haben zumindest noch unsere Phantomklinge. Ist der wirklich... Ach, hey, warum habe ich ihn nicht getroffen? Das gibt's doch nicht. Du kannst hier nicht einfach tun, wie es dir beliebt. Na, kann ich schon. Wie ihr seht, kann ich schon, ne? So, und du auch nochmal hier auf dem Boden. Zack. Den Gnadenstoß hatten wir ja gelernt. Oh, was ist jetzt? Ach, kurzer kleiner Hänger. Oh. Aber ist das wieder nur eine Erinnerung oder warum sind die Menschen hier nicht so richtig vorhanden? Keine Ahnung. Seht euch das an. Selbst die Nachttöpfe sind aus Gold. So, tschüss, mein Lieber. Tschüsschen. So, wo ist denn jetzt unser blödes Ziel? Der muss doch hier irgendwo sein. Kann doch nicht sein, dass der hier nirgendwo aufzufinden ist. Da hinten. Ha, ich hab ihn gefunden. Müssen wir da noch irgendwie hinkommen? Natürlich jetzt die große Frage, wie? Hier unten scheint es irgendwie nicht weiterzugehen. Ist ja mal ganz toll. Dann klettern wir mal an diesem netten Herr hier hoch. Oh. So. Gehen wir halt oben rum. Das geht ja auch. Na, warum? Geht es hier oben nicht, oder was? Na, toll. Dann müssen wir wohl irgendwo anders lang. Ach, da geht's weiter. Oder da sind wir doch hergekommen, oder nicht? Ganz toll. Egal, dann gehen wir halt erstmal wieder raus. Können wir hier hoch? Nee, hier können wir auch nicht hoch, oder was? Ist ja sehr mysteriös. Aber wir können hier mal runter. Ach man, was soll das denn jetzt? So, kommt her. Aua. Oh, Level 1, bin manchmal mit einem Schlag fertig. So. Und jetzt komm her, du. Und jetzt. Oh Mann. Jetzt aber komm schon, ein Schlag noch. Jawohl. Und jetzt geht's hier weiter. Ich nehme das Tafelsilber. Oh, guten Tag. Nächster guten Tag. Oh, doch nicht. So, jetzt müssen wir da rauskommen. Sag mal nicht, hier ist kein Fenster offen oder was? Gibt's ja nicht. Wir sind so nah dran. Jetzt müssen wir noch einmal außen, komplett außen rumlaufen oder was? Na super. Na egal, viele Gegner sind hier nicht mehr. Teufel, ist das ein Herz? Sieht so aus. Na, zumindest haben wir den einen noch erwischt. So, tschüss, mein Lieber. Ist das da hinten ein Gegner? Nee. Ach nee, ist das schon...
Das ist doch hier. Guck mal. Ich komme wieder, wenn dieser Zeiger ganz oben steht. Die Erinnerung von Arno. Sehr cool gemacht. Und erfahren Arno, wir jetzt vielleicht, wie er gestorben ist. Keine Abenteuer, ja? Ja, Vater. Nee, er ist wieder verschwunden. Ah, Mist, ich wollte eigentlich eine Art auf den da hinten machen. Hat aber nicht geklappt, leider. Aber egal, wir haben noch hier ein bisschen was im Petto, zum Beispiel das hier. Jetzt schnell weg hier. Einmal schnell heilen. Ja, ich glaube, ich mache euch müde, meine Lieben. So, das ist zumindest schon mal geschwächt. Oh, ich aber auch ein bisschen. Mann, das ist doch noch so ein Starker jetzt hier. Da habe ich echt keinen Bock drauf. Oh, nicht schon wieder so ein Kacke. Das sind einfach zu viele. Einmal gerade hier, komm. Einmal gerade verstecken. Und jetzt erledigen wir den mit einem schönen Kopfschuss. Welcher ist er, der da? Scheiße, habe ich auch noch vorbeigeschossen. Ach, Kacke. Gibt's doch nicht. Jetzt habe ich ihn aber erwischt, gut. Oh nein, wir wurden getötet. Scheiße. Naja, wir versuchen es nochmal. So, da hinten ist er. Diesmal erledige ich ihn direkt mit einem Attentat. Meine Uhr. So. Und jetzt müssen wir... Wie, jetzt müssen wir den noch plündern, oder was? Ach, nö. So, jetzt einmal hier gerade noch eine Rauchbombe werfen und jetzt einmal gerade noch anonym werden. Ach komm, geht mir doch nicht auf den Nerv jetzt hier. So, komm her. Kommt her, ihr Lieben. Jetzt seid ihr Geschichte. Aua. Das war nicht sehr nett. Gerade noch ausgewichen. So, der nächste. Aua. Einmal gerade heilen, schnell. So, jetzt kommst du dran hier. Zack, und auf Wiedersehen. Ah, Mist, hat nicht geklappt, noch auszuweichen, aber egal. Wir können auch so weiterkämpfen. Ah, Mann, zwei von denen ist echt scheiße. Ah, Mann, kommt her. Ach, komm schon. Ach, warum klappt das bei dem nie? Jawohl, Nummer 1 wäre Geschichte. Und jetzt... Ah, der weicht immer aus, ne? Scheiße. Scheiße ist das. So, jetzt einmal rammen, bitte. Komm schon, wir haben bald keine Heilmittel mehr. So, und jetzt... Ach, Kacke. Gibt's doch nicht, ey. Jetzt aber noch einen Schlag. Komm her. Tschüss, mein Lieber. So, jetzt können wir den endlich... Oh, wir sollten Gegner vergiften. Das tut mir leid. Aber die Uhr ist fort. Hier hat die Geschichte von Arno ihren Lauf genommen. Denn hier sind Arnos und Elis Vater gestorben. Arno. Siehst nicht gut aus. Und du siehst aus, als wolltest du etwas von mir.
Wie kannst du so reden, nachdem du einfach verschwunden bist? Du hast recht deutlich gemacht, dass du meine Dienste nicht länger benötigst. Lass das. Wage es nicht, so mit mir zu reden. Was soll ich denn bitte sagen, Elise? Verzeih mir, dass ich dich nicht sterben ließ? Entschuldige, dass dein Leben mir wichtiger ist als der Tod von Germain? Ich dachte, wir wollten beide dasselbe. Was ich wollte, warst du. Ich ertrage es nicht, dass mein Leichtsinn deinen Vater tötete. Alles, was ich seitdem tat, geschah, um es wieder gut zu machen. Damit so etwas nicht noch einmal passiert. Du bist doch hergekommen, weil du etwas willst. Was ist es? Paris steht vor einer Zerreißprobe. Germain hat die Revolution auf eine neue Stufe der Verderbnis geführt. Die Guillotinen arbeiten jetzt fast rund um die Uhr. Und was soll ich tun, um das zu ändern? Der Arnaud, den ich liebe, würde diese Frage nicht stellen. Du bist doch besser als das. Ich gehe zurück nach Paris. Kommst du mit? Eins muss ich noch erledigen. Nun gut. Ich kümmere mich um den Transport. Sei vorsichtig. Komm heil wieder. Die gute Elise hat uns mal wieder gerettet, beziehungsweise sie hat die Uhr an sich genommen. Die Erinnerung hat mir sehr gut gefallen, weil die war mal was ganz anderes, fand ich. Das war jetzt dann irgendwie auch wieder mit so Schleichmissionen und so, was ganz Typisches, aber man wurde irgendwie aus dem Assassinenorden verstoßen und war dann am Tiefpunkt, wie die Erinnerung, wie der Name der Erinnerung ja schon sagt. Und das hat mir sehr gut gefallen, aber jetzt würde ich sagen, fahren wir mal fort und gucken, was sonst noch so in Arnauds Geschichte auf uns wartet. Nur, was du uns eingebrockt hast. Maul halten da drin! Soweit ist es mit Frankreich nun gekommen. Parasiten saugen die Revolution aus! Und da sind wir wieder zurück in voller Montur, zurück in Paris. Und sollen La Touche ein für alle Mal eliminieren, denn der sorgt dafür, natürlich unter Germain, dass die Guillotinen, wie Elise schon sagte, rund um die Uhr laufen und das ist natürlich nicht sehr gut und da müssen wir jetzt das Gebiet erkunden, für Gelegenheiten sorgen und da haben wir auch einmalige Attentate, 35 Wachen und 10 Verstecke. Das wird ziemlich, ziemlich cool, aber ich glaube, das werden wir dann erst tun in der nächsten Episode. Naja, diese Folge hatte Arnaud mal einen kleinen Tiefpunkt, aber ich glaube, das geht jedem mal irgendwann so. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Episode. Bis dahin, macht's gut und ciao.